So, hi Leute. Jetzt als nächstes eine Orcard-Map. Um genau zu sein, Chaining Orcard-Map of Commanders. Wieder 44% mehr Rare-Monster. Und der zweite Mod ist Monsters Skills Chain 2 Additional Times. Wenn wir Solo spielen, macht das eigentlich so gut wie gar nichts. In der Gruppe ist es natürlich ein ziemlich übler Mod, aber ja, wir spielen ja Solo. Kein Problem also. So, legen wir los. Genau, Orcard-Map. So, Orchard oder Orcard, ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, ist quasi dieses mehr oder weniger neue Gebiet, was mit Akt 3X sozusagen eingeführt worden ist. Und es ist eben dieses, ja, wie dieser Imperial Garden sieht das so ein bisschen aus, genau. Der Endbob ist so ein Devourer, so ein ja, so ein Viech, was halt so unter der Erde rumhängt. Wenn man da den Skills ausweicht, dann ist das aber auch gar nicht so übel. Und jetzt so erstmal hier ein bisschen konzentrieren. Hier haben wir schon so einen Fractured Chaos Damage Typen gehabt. Hier rennen auch schon direkt 1 Million Rare Leute rum. So, Valgrie ist schon mal gefunden. Das können gar nicht mal so schlechte Schuhe werden. Schauen wir mal am Ende des Runs, was dabei rumkommt. So, also wir haben Spinnen, wir haben diese komischen Waldviecher, die Chaos Damage machen und Zombies anscheinend. Also was auf jeden Fall noch gut zu wissen ist über Maps, ihr könnt von Map zu Map jedes Mal andere Monster in den Maps bekommen. Also es sind nicht immer die gleichen Monster. Ich glaube, es gibt Signature-Monster quasi. Das heißt, bestimmte Monster sind halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit da. Ja, wir haben jetzt eben hier Zombies, Skelette und diese Porcupine-Go. Also ich glaube, die hier zum Beispiel, das sind hier die Signature-Monster in dieser Map. Also die sind eigentlich immer da. Ich glaube, das. Da bin ich mir relativ sicher, wo steht der jetzt rum. So, also ich benutze hier zwischendurch mein Anti-Out-of-Sync-Skript. Ja, ich habe auf eine Tastaturtaste gebunden, das also ein Makro quasi, das schnell Enter drückt, OOS eingibt und wieder auf Enter drückt. Und so kann ich dann eben schnell dieses Out of Sync-Dingsbums eingeben. Also ihr seht, hier in meiner History habe ich Out of Sync, ohne dass ich es eingegeben habe. Vielleicht sieht man es, wenn ich es paar Mal mache. Ne, sieht man nicht mal. Das ist so schnell, dass man es gar nicht sieht. Naja. Corrupting Blood. Das ist ein Mod, der kann relativ übel sein, auch bei Arctic Armor. Ich demonstriere das mal vielleicht gerade. Ihr seht, ich verliere ganz schön viel Leben. Aber ich habe zwei Removes Bleeding Flasks. Also kein Problem. War schon der dritte Fractured-Typ hier. Der macht ganz schön Damage. Ja, also ich habe mich dazu entschieden, erstmal die nächsten Tage einfach von jeder Map mal so ein Video zu machen, inklusive Boss. Also ich habe, glaube ich, schon von jeder Map den Boss auch gekillt. Also das ist mit dem Bild hier alles kein Problem. Zumindest die 66er funktionieren auf jeden Fall. Deswegen mache ich erstmal von allen 66ern, von allen 66er Maps Videos, die könnt ihr euch dann so die nächsten Tage anschauen. Und wenn ich das dann hab, dann ja, geht's halt weiter mit
67er Maps. Und so geht das dann vonstatten hier. Also erstmal gemütlich die Map leer fegen. Ich hoffe ja, dass ich hier mal einen vernünftigen Drop kriege. Vor allem ein paar vernünftige Map-Drops. Ich habe schon die letzten 3-4 Maps, habe ich immer nur andere 66er Maps gefunden, wenn überhaupt. Deswegen, vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Glück und finden hier mal eine 67er oder eine 68er Map. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Schon wieder so ein bisschen am Rumlecken. Komisch. Sieht doch nicht gut aus. Das Gefährlichste an dem ganzen Spiel hier ist ja, wisst ihr schon wahrscheinlich, out of sync. Wenn man hier out of sync ist, dann wird es gefährlich. Alles andere ist eigentlich easy. Aber das böse Syncing. Naja. Hier gerade ein bisschen unsystematisch vor, merke ich gerade. Ich bin irgendwie ein bisschen abgelenkt durch das Labern. Und Monster killen. Und dann auch noch richtig laufen, das ist zu viel für mich. Na, jetzt wird hier das blöde Skelett getroffen. Na komm. Und. Jetzt ist der von meiner Molten Shell gestorben, so ein Idiot. So, wo war ich denn? Ich gehe erstmal hier oben weiter. So, Zombies töten macht echt am meisten Bock bei dem Spiel. Sollten wir so eine Map machen, wo nur 1 Million Zombies sind, das wäre geil. Ach shit, vergessen zu kallen. Naja, nicht so schlimm. Halb so wild. So, hier ist Ende. Oben geht es anscheinend noch weiter. Schon wieder 2 Rares mindestens. Menschenskinder. Oh. 2 Rares. Nice. Ein Ring dabei. Kann man gut gebrauchen. Da geht es auch dann schon zum Boss. Aber den werde ich mir fürs Ende aufsparen. Ach, das Casino, okay. Ach ja, noch eine Sache. Ich hoffe, dass jetzt der Sound besser ist. Harmonic Spirit Shield. Level 65, genau, das nehme ich doch mit. Das crafte ich mir gleich. Ja, ich hoffe, dass der Sound ein bisschen besser ist. Ich habe dieses Knacken. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, um das wegzubekommen. Ich habe jetzt nochmal den Codec umgestellt und hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe sonst eigentlich immer mit einem anderen Programm aufgenommen und hatte nie Probleme mit diesem Knacken. Und auf einmal ist es gekommen und jetzt kriege ich es nicht mehr weg. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, es ist jetzt besser. Wenn nicht, dann versuche ich es auf jeden Fall in den nächsten Videos wegzukriegen, weil das nervt ja mal gewaltig. Das habe ich schon gemerkt. Jo. So, ich gehe jetzt erstmal hier an der Außenwand weiter entlang. Und dann gleich. Ah, Mana leer. Gleich gehe ich dann wieder zurück in die Mitte. Da war auch noch ein Fleck, wo noch einiges frei war. Hier
schon. Hier waren wir noch nicht. Da geht's auch noch lang. Jetzt sind wir so diese versteckten Durchgänge hier. Ne? Wieder kein Mana, was ist denn da los? Bam. Leute, wo sind die Maps? Wo sind die Maps? Das kann manchmal durchaus frustrierend sein, finde ich, wenn man 3, 4 Maps macht und man findet nicht eine einzige, dann hat man echt meistens schon keinen Bock mehr. Also ich finde, die sollten ja so gerade am Anfang so 66er Maps, 67er Maps, ich finde, man sollte da irgendwie so eine garantierte Chance haben auf eine 67er Map oder auf mindestens ein oder zwei 66er Maps, weil ja, es nervt halt einfach nach einer Zeit immer wieder von vorne anfangen zu müssen quasi. Also da werdet ihr euch drauf einstellen müssen, wenn ihr mit Maps anfangt. Manchmal hat man einfach Pech und findet einfach keine Maps in den Maps, die man macht. Ja. Ja, das ist natürlich doof. Aber schauen wir mal erstmal. Vielleicht haben wir ja Glück hier in der Map jetzt. Sollte eigentlich noch ein bisschen was kommen an Mobs. Monstern, Mobs, blablabla. Jetzt nochmal da oben in die Mitte. Ich glaube da hinten, ah, hier ist auch noch was. Chromatic. Da war ich glaube ich auch noch nicht, da gehe ich nochmal hin. Jo, da ist auch noch ein bisschen was. Naja. So, und dann nochmal hier in der Mitte. Oh, hier ist nochmal ein Boss. Beziehungsweise ein Rare. Ja, ich glaube, das war's, ne? Dann gehen wir jetzt zum Boss. So, hier muss man schon aufpassen, wenn man reingeht. Meistens stehen ja schon die Mobs rum. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten.
Und der Boss kann eben auch hier überall spawnen. Und den solltet ihr nur machen, wenn ihr wirklich richtig hohe Feuerresis habt. Weil ich lasse mich gleich mal treffen von dem. Und dann werdet ihr sehen, der macht einen Heiden-Damage, Fire-Damage. Und das an mir, obwohl ich Arctic Armor und 75% Feuerresi habe. Also richtig übel, der Typ. Und da ist er auch. Habt ihr gesehen, wie viel Damage der gemacht hat bei mir? Und diese dicke Feuerkugel, von der solltet ihr euch auf keinen Fall treffen lassen. Das werde ich mich auch nicht trauen, weil die macht mit Sicherheit jede Menge Schaden. Die kleinen machten schon viel zu viel. Und aber die Taktik ist halt recht easy. Ihr könnt immer so einmal schießen, dann ein Stückchen weitergehen und dann schießt er eigentlich immer daneben. Bei Melis müsst ihr das gleiche machen. Dann geht ihr halt einfach näher ran und haut drauf, geht weiter, haut drauf, geht weiter, haut drauf, geht weiter, haut drauf, geht weiter. Und so sollte er dann eigentlich immer daneben ballern. Ne? So, jetzt gleich ist er bei ungefähr 10%, dann kriegt er Falle ab und patsch, da ist er tot. So. Far too much baggage. Wie viele Monster haben wir denn hier noch? Zwei Stück. Sind die hier vielleicht noch? Anscheinend nicht. Aber gut, die zwei Stück, die sind mir jetzt mal wurscht. Ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Tornado-Wand. Leider viel zu wenig Spell-Damage. Doof. Schade. Muss mal alles hier identifizieren. So, diese schöne Axt hier. Fast gut. Fast gut. Nee, leider auch nichts. Armor, Fire Resi, Lightning Resi ist auch Kacke. Auch Mist. Bisschen Physical Damage, auch Kacke. Oh, hier haben wir 39 Spell Damage, bisschen Crit. Rest ist aber auch Mist. Verdammt. Naja. Reaver Sword, Spinebow. Die drei Sachen an. Der Bow ist Mist. Das Schwert ist 200, über 300 Damage insgesamt. Na, wenn da noch Fire Damage drauf wäre, das wäre geil. Naja. Das hier, ja. Kann man das verkaufen? Nicht wirklich, oder? 200 Damage, ne. Das ist auch Mist. Noch ein Staff, noch mal Schuhe. Dann nehme ich hier noch die Orbs mit. So irgendwas. Ne, schauen wir noch mal die Boots hier an. Bisschen Cold Resist, sonst alles Müll. Der Staff ist auch Kacke. Und die Armor ebenfalls. Alles Müll. Nur Müll gefunden. Ja, so ist das Leben. Nehmen wir nochmal hier so ein paar Sachen mit. Den Rapier. Mehr passt nicht, ne? Der Ring. Bisschen Life, bisschen Mana weg. Leider keine Resis drauf. Auch für die Tonne. Ja, aber das war die Orcard Map. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht habt ihr was, ein bisschen was gelernt wegen von dem Bosskampf, also auf jeden Fall auf Feuerresis achten und sonst den Attacken gut ausweichen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, konsumiert mehr Mangos. Peace.